So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Far Cry New Dawn. Weiter geht's. Nächste Streaming-Session. Auf YouTube ist es einfach das nächste Let's Play. Ist ein Live-Let's Play. Hallöchen. Und, du wolltest das Foto noch holen, ne? Mhm. Was hast denn du jetzt wieder markiert hier hinten? Ich glaube, ein Außenposten. Let's go. Wir lassen gar nicht viel Zeit verstreichen, wir stürzen uns sofort rein. Yes. Ich hab Bock. So. Der Plan übrigens ist. Ich muss erstmal in Stimmung kommen. Dass wir zuerst. Ich renn mal los übers Feld und du nimmst ein Fahrzeug, ne? Ist gut? Okay, let's go. Ja, ich quatsch ganz kurz mit dem. Wir haben vor längerem schon mal versucht, Vorräte mit einem Güterzug hierher zu bringen. Das Ding fiel auf der Brücke auseinander. Die meisten Leute sind zu feige, um da hochzuklettern, aber da müsste noch gutes Zeug rumliegen. Wunderbar. So. Arsch. Denk nicht dran. Nix. So viel zu links. Wo fährst du hin? Ah, du willst das Foto zuerst. Okay. Du wolltest das Foto, ich scheiß auf das Foto. Wie kann er. Warum? Und dann wollen wir zu den. Das, was du markiert hast, da will ich gar nicht hin. Zu nur 200 Meter. Was? Zu dem, was du markiert hast, sind 2000 Meter. Da ist eine Null noch dazu. Da ist übrigens das Foto, ne? Ich sag's ja nur. Ja, toll. Dafür sind wir hier hingekommen? Ja. Du weißt schon, dass du ein Foto aufgenommen hast und ich habe nichts aufgenommen. Ich habe gar nichts aufgenommen, man muss hier das Foto aufnehmen. Ich glaube, das kannst nur du machen. Ja, kann ich nicht machen, weil wenn wir im Coop-Modus sind, kann ich keine Fotos machen. Fotomodus. Dieser Modus ist im Coop-Modus nicht verfügbar. Halte, gedrückt. Ah doch, warte kurz. Moment. Das müsste ja theoretisch das sein, nicht? Ja. Yay. Ach gut. Kuranzpunkt gehalten. Wohin? What the fuck? Hast du irgendwas geladen gerade? Ja. Ups, Entschuldigung. War total keine Absicht. Ich will nicht zu deinem Aussichtspunkt gehen. Da, wo du hin willst. Ich will die anderen retten, dass wir die Siedlung aufbauen können. Okay. Gucken, wie teuer die neuen Waffen sind. Die restlichen. Da will ich hin. Was das war? Keine Ahnung. Komisch, ne? Sachen gibt's. Drüben bei der Kirche habe ich Highwaymen schreien hören. Wir haben halt hier keine Leichen, ich kann dir uns das weitergeben. Mit gutem Zeug reinzukommen. Yes. Ich denke, du hast eine bessere Verwendung für den Kram. Ich find's halt gut, wenn man die Sachen noch skippen könnte oder so. Soll ich dich? Ich lass dich fahren. Wake muss ein bisschen in Stimmung kommen. Der ist heute so ein bisschen, ne? Hat seine Medis nicht genommen. Let's go. Baby. Wollen wir uns vielleicht das hinkommen? Baby. Was, Baby? Oh, den Bison. Ja, mal gucken. Ob der Gute da ist. Ob der schon Junge geworfen hat. Rechts ist ein Bison. Das ist modernes Jagen. Mit einer vollautomatischen MP. In einem Geländefahrzeug. Bisons Nachbarn. Go! Kann man mal machen, ne? Alles klar. Jetzt fucking Puma. Was schießt wo auf wer? Ja, genau, alles gut. Tritt, schlag zu, schieß, hilf mir! Ach du elendes Arschloch, wie er daneben steht, nichts tut. Das nächste Mal helfe ich dir auch nicht.
Wow. Dreckspielen. Hier ist übrigens noch dein C4. Warum habe ich das Gefühl, dass ich gleich in den Duft fliege? Nein, easy. Das wäre zu voraussehbar. Genau, one army? Nice try. Warte mal, guck, wie weit es fliegt. Ich schwöre. Natürlich. Ah, übrigens, da ist, da kommt gerade, ne? Ja. Oh, ist das ein Bär? Was ist das? Eine Kuh. Brauchen wir auch. Ist ein Bulle. Was machst du? Hast du es aufgenommen? Ja. Gut. Dann gehen wir mit unserem Squad mal wieder Bisons jagen. Das hat ja das letzte Mal so unglaublich gut funktioniert. Na dann, das machen wir jetzt. Das hat sehr gut funktioniert in der Zeit. Ja. Ist das? Ist man auch gleich. Ja, das. Gute Frage. Also im Sinne von, hey Mann, das ist mein Auto. Also. No. Wo bist du jetzt? Was machst du da wieder? Du musst wissen, wann genug ist. Ja, das Ding ist. Ihr wollt es nicht sein lassen. Richtig. Danke. Find's toll, wie wieder alles brennt, wenn du irgendwie Feinkontakt hast. Ich weiß. Ich hab ein Händchen dafür. Wie die Adams Family damals. Der war mir im Weg, der Baum. Ja. Also irgendwie. Ah, er ist drauf. Rechts von uns! Stopp! Oh shit! Brech dir das Geld weg! Halt! Er flieht, ne? Ich weiß. Ja, du merkst das! Oh Gott! Warum bleibt mein Hund übrigens? Weißt du, dass wir auf Erz sind? Ups. Er schießt jetzt schon wieder auf mich. Oh nein, das war ein Upsala. Ah nee. Hier. Hör mal. Oh, er brennt.
Klasse. Die Sniper-Gewehre. Wow. Nicht schon wieder. Upsala. Entschuldigung. Du lebst noch, oder? Gut. Hast du gut gemacht. Yeah. Aber nur eins habe ich dieses Mal gekriegt. Ups. Nee, Mann, alles gut, Mann. Wie die, ne? Die hat Nerven wie eine Kuh. Ich hab hier übrigens aus Versehen. Mal wieder ein Zivilist gekillt. Einen Typen angefahren. Ne, der war, also im Grunde genommen stand der mitten auf der Straße. Genau. Ich hab's eigentlich genau gesehen, auf dich aus. Ja, oder? Also du hast die Zeugenaussage, wenn es dann vor Gericht geht. Ich zieh dich nach. Ja, warte kurz. Du fett. Hey, du ziehst mich kein bisschen nach. Ja, weil ich gerade mit dem Typen hier rede. Unsere Leute wurden aus dem Holzfällerlager vertrieben. Die Highwaymen haben sich da jetzt breit gemacht und hocken auf einem riesigen Ethanolvorrat. Wieso? Du weißt, was zu tun ist. Also aber kein Mitglieder. Oh, dann will ich ihn nicht. Ja, ich habe einen neuen Außenposten. LOL! Ah, da oben. Wollen wir den auf dem Weg gleich mitnehmen? Ja. Gut. Kannst du die Bisonstelle mal deaktivieren? Upsi. Deaktiviert. Dann fährst du dich zu weit von deinem Papa, was du nicht sagst, Spiel. Das musst du, das auch. Was in Gottes Namen machst du? Du flippst das Bein. Ich bin Förster, das bin ich die Büsche. Du so? Aus Leidenschaft bin ich Förster. Holy fuck! Jo, Houdini, bleib mal gut stehen. Bleib gut stehen. Eine Sekunde fährt er noch gegen den Baum, die andere Sekunde passiert, ist schon 5 Meter weiter. Also ich weiß, dass du die Natur liebst und so weiter, aber musst du jeden Baum küssen hier. Oh shit. Nein! Nicht! Du bist so ein Hund! GG's! Es gibt eine fucking 10! Minus! Oh mein Gott! Hey, wir müssen den retten, Ex! Genau den, der gerade. Ja, genau der gerade. Ja, oh shit! Scheiße, es tut mir so leid! Oh, es tut mir so leid! Versuch den mal wieder zu beleben, vielleicht funktioniert es halt auch noch. Leg den mal kurz hier. Damit niemand weiß, dass wir hier. Kommst du? Achso, du gehst weiter schon, ja. Hier ist nichts passiert. Also. Riesli-Bär. Bären bräuchte mir auch. Grizzlies oder so. Mutierte. Nur Mutierte, oder nicht? Nein, nein. Normal. Jesus! Fuck! Okay. Alles klar. Der liegt! Aber er war nicht tot. Bin ich auf ihm gelandet? Nein, du hast einfach mal ganz kurz ihm gezeigt. Ich hab einen fetten 360 gemacht in der Luft. Der stehen hat. Das ist ein Bär. Alles klar, ich komm gleich. Ist der schwanger? Oder? Ja, lass ihn zu fetzen! Achso, der ist doch schon tot. Ah ja, ja, der war noch gerade dabei. Fuck! Den können wir auch nicht mehr retten. Nein! Das
Das ist blöde Vieh. Hier geht's übrigens weiter. Subi. Also manchmal fühle ich mich tatsächlich schlecht, Dinge zu plündern. Warum denn? Lebt noch niemand mehr hier. Ja, okay. Ja. Warte, ich frage ihn mal kurz. Mach das. Rüdiger, brauchst du die Bohnen noch? Nein, hat er genickt. Achso, der Zivilist, den hast du. Den hast du auch umgewissen, ne? I'm just saying. Nein, der Bär. Naja, ein bisschen retten können. Ich hab's genau gesehen. Bruder, ich schwöre, der Bär war's. Ich muss zu fahren. Muss entspannt bleiben. Lebt man länger. Heiliges Holz. Ja, ganz entspannt bleiben, da lebt man länger. Am gegnerischen Lager vorbei. Easy. Zum Glück ist die KI. Darf ich den oben töten? Ja, warte kurz. Lass mal ganz kurz. Ja, dann siehst warte ich kurz. Siehst du die leuchtenden? Okay, ich habe die Alarmanlage im Blick. Gut. Eine zumindest. Ich will die andere nicht. Aber oh, die ist. Bist du die andere zufälligerweise? Ich bin auf dem Weg. Ich finde das Game so nice, ganz ehrlich. Auch wenn's. Auf welcher Seite muss die Alarmanlage sein? Ich sehe keine andere. Könnt ihr einen Headshot drücken? Ups. Voll geschossen? Nö. Ah, das ist ein bisschen alarmiert jetzt. Ja, etwas. Wen hast du jetzt schon gekillt? Niemanden. Ich fahre von alleine auf. Klar, Mister, ich hocke in dem scheiß Tau und die Gegner fallen alleine um. Also guck, das ist so. Kennst du diese Pockendecken, die damals in Amerika eingesetzt wurden? Das ist hier eine ähnliche Situation. Mein Snappergewehr heißt nicht Pockendecke. Alles gut, wir haben es im Griff, oder? Läuft. Ja, absolut. Ich denke auf nichts. Ich habe schon Bock auf diese Charlie-Pistole, ne? Kannst du hier die Tür kurz aufmachen? Welche Tür? Weißt du eigentlich, als ich gefragt hatte, darf ich den töten? War ich schon lange tot. Nee, warte kurz, der liegt da schon. Blutend im Kopf. Alles klar, hier ist beschlossen. Darf ich den töten? Nee, warte kurz. Ach, weg. Wir sind ein Traumteam. Auf jeden Fall. Wer was anderes behauptet hat, Far Cry 5 nicht gesehen. So ist es, richtig. So ist es. Vor allem, was ich persönlich sagen kann, ist, der beste Pilot ist halt einfach wack. Also es gibt keinen besseren Piloten. Ich weiß nicht, wo das... Oh, fuck! Es gibt halt einfach keinen besseren Piloten. Ich meine, da fliegst du mit ihm, du vertraust ihm, und dann guckst du nach links, und siehst einfach, wie der Pilot aussteigt. Das sind Momente, die bleiben. Die bleiben. Oh,
Oh, ein Flammenwerfer. Oh, warum brennt die ganze Hütte? Rick geht kurz weg, währenddessen nicht mit dem Flugzeug fliege. Und als er wiederkommt, sind wir mitten in einer Stadt und total im Krieg. Aber das, so Dinge passieren halt. So Dinge passieren halt. Ja, aus Versehen meistens, aber die passieren. Stimmt. Hier oben ist noch ein Tresor. Wir müssen noch kurz zur Stufe 3 hoch pushen. Wir brauchen eh viel Ethanol, wenn... Sehr gerne, auf jeden Fall. Gut. Ist offen hier oben. Jetzt sind die Zwillinge sauer. Da wolltest du die Waffen noch, die ich habe. Richtig. Okay, hier ist ein Flammenwerfer. Das MG brauchst du, ne? Und die Vector. Bogen bitte. Genau. Vector wäre also ziemlich nice. Hast du was hingelegt? War ich so schnell? Nee, ich hatte nichts dabei. Achso, hier unten noch eine Schrotflinte. Ja, den Bogen habe ich jetzt nicht. Den muss ich kurz holen. Hier, Moment. Das ist, die Vector reicht eigentlich vollkommen aus. Okay. Und die am besten, die Vector. Wo ist denn Schrotflinte? Du hast schon was gemacht. Das Herstellen mit Materialien? Ah, die muss ich jedes Mal neu machen. Ah, nee. Sorry, hab mich verklickt. Nein, muss. Finde ich wieder. Panik hoch 5. Also, ich habe halt Charlie Pistol dabei. Sniper. Improvisierte Sägeblattwerfer da. Und LMG. Aber ich hätte sehr gerne die Vector dabei. Und Sägeblattwerfer, der ist scheinbar ziemlich OP auch gegen heftige Dosen. Ich habe die Highwaymen unsere Radarstation übernehmen sehen. Die horten da eine Menge Ethanol. Ja. Du solltest es ihnen abnehmen.